Hallo ihr Lieben, es grüßt euch die Paragraphen Sylvia und ich kann es nicht lassen. Ich habe dieses Wochenende wieder gelesen und davon wollte ich euch berichten. Und zwar habe ich das hier gelesen. Könnt ihr das so sehen? Das hieß Weiblich echt erfolgreich und es ist von Mona Schön. Und ich wollte euch das kurz meine Eindrücke schildern, weil ich würde euch empfehlen, das zu lesen. Kennt ihr das auch so, dass ihr, wenn ihr irgendwo was lest, dann auf einmal denkt, oh cool, ja, das habe ich auch. Wir mögen ja immer so Menschen, die Sachen mit uns gemeinsam haben und so ähnlich ticken. Und bei diesem Buch ist mir jetzt aufgefallen, da war extrem viel, was ähnlich tickt. Also auch jemand, der ohne Wecker um 4:30 aufsteht und auch jemand, ja, der angetrieben wird zu seinem So-Sein, wie er ist, dadurch, dass er sie den Kindern möglichst viel mitgeben möchte und den Abkürzungen liefern möchte. Und ja, der sich nicht nur so aufreibt für andere, sondern auch für sich selber sorgt. Dazu fielen mir dann natürlich direkt meine Was-tut-mir-gut-Listen ein. Also eine alleinerziehende Mutter, die in Bezug auf die Kindererziehung aufs Vertrauen setzt. Fand ich so, so cool. Ich weiß noch ganz genau, als mein Sohn, weiß ich nicht, so 13 war oder so, da wollte der auf die Kirmes gehen und alle anderen, oder lasse 15 sein, das weiß ich nicht, das ist alles so lange her, egal. Und alle anderen Kinder sollten also um 10 Uhr zu Hause sein. Und meiner sagte, ich kann doch bis 12 bleiben. Und ich dachte dann so, der hält ja im Leben nicht bis 12 Uhr aus. Sagst du ihm, er kann bis 12 Uhr bleiben. Und was war dann? Um 10 Uhr war mein Kind zu Hause und die anderen nicht. Also das mit dem Vertrauen kann ich voll unterschreiben. Das ist richtig, richtig gut, die Technik. Und jedenfalls haben wir es da mit einer erfolgreichen Geschäftsfrau zu tun, die aber ihre eigene Geschichte erzählt. Und ich finde, wir Menschen sind ja alle Geschichten und alle Menschen sind ganz, ganz, ganz besonders und haben ganz besondere Geschichten. Ich würde mir noch viel mehr Geschichten wünschen, dass die Menschen so die Maske ausziehen und erzählen, wie sie eigentlich sind. Dann versteht man auch, warum sie so handeln, wie sie handeln. Und also ein wundervolles Buch, wo man ein bisschen mehr von der Mona kennenlernt. Und natürlich geht es auch um Business und da steht auch sehr, sehr viel drin zum Thema Business. Zum Beispiel, das habe ich ja für mich auch entdeckt, deswegen sitzt ihr jetzt auch hier mit mir am Ofen, den Antiperfektionismus, weil der Stefan Friedrich hat das so schön am Samstag in der Rednernacht gesagt. Ich mache das jetzt. Nicht überlegen und wie könnte das noch besser werden. Ich mache das jetzt. Richtig, richtig gut. So, jetzt muss ich gucken, ob ich auf meinem Zettel noch irgendwas... Ach so, ja, Rituale, Dankbarkeitstagebuch. Das kommt mir alles so verdammt bekannt vor. Und was mir dann super gut gefallen hat, was für mich ganz neu war, war diese Huna-Lehre. Und wenn du wissen willst, was das ist, dann kaufst du dir das Buch. Und Fazit ist, womit ich seit Monaten bei meinen Mandanten im Freundeskreis, überall, in der Familie, überall rumlaufe. Es ist alles nur im Kopf. Wenn man sich das mal wirklich vor Augen hält, Hindernisse, Blockaden, ich kann das nicht. Es ist alles nur im Kopf. Alles geht. Du kannst alles, wenn du das wirklich, wirklich willst. Also wer seine Perspektive öffnen möchte auf wow, der ist bei der Mona Schön und ihrem Buch Weiblich echt erfolgreich, richtig? Da stehen noch ganz, ganz viele interessante andere Sachen drin. Ich möchte euch die aber nicht verraten, weil ihr sollt ja das Buch kaufen, ne? Und ich war sehr, sehr herzenswarm angetan. Ich habe mich wohlgefühlt.
Das ist eine von meinem Stamm, jedenfalls zu einem großen Teil. Vielen Dank, liebe Mona, für dieses tolle Buch und weiterhin viel Erfolg und dass du noch vielen, vielen Frauen auch so in ihre Kraft helfen kannst. Kaufen, Leute, mein Tipp. So zum nächsten, wenn ihr mal wieder was zu lesen braucht. Habt's schön! Die Paragrafen Silvia grüßt euch aus Hennef vom Ofen.